So, da sind wir wieder bei Goodbye Deponia. Ich musste in der letzten Folge kurzfristig abbrechen, aber wir hängen hier und ich... Kann ich mit Goal reden? Das ist schlau. Das ist schlau. Ja, geil. Noch irgendwas? Nö. Okay, wir haben noch eine Feuerachse im Inventar. Die natürlich nicht einfach so rausfällt, das ist logisch. Halten. Was für ein Held! Hat jemand das Fenster offen gelassen? Der Kutter war kaputter als die Waage von Tonis Mutter. Das Futter war alle und die Route noch weit. Doch die Stimmung war gut, da war alles in Butter. Nur irgendwann machte sich Müdigkeit breit. Denn ab hier mussten Rufus und Koja zu Fuß los. Nicht tragisch, so ein Fußmarsch macht ja doppelt so viel Spaß. Mit einem peppigen Lied auf den Lippen. Um die Sache halt zu unterstreichen, flut ich jetzt die Gesangskabine des Chors mit Heliumgas. Ein Drive-In, aka Motel. Yeah! Und boah, wie ich diesen Orga nur mit meiner Schattenattacke ausgeschaltet habe. Habt ihr das gesehen? Zum tausendsten Mal, Rufus, wer... Das war so lässig. Man nennt ihn Rufus. Rufus. Und jetzt alle. Rufus ist der Mann, der die Lässigkeit erfand. Wozu, ich hör dich nicht. Zum Strand. Was? Hey! Wo wollt ihr denn hin? Da unten ist ein Hotel. Ich muss mich dringend waschen. Besonders die Ohren. Aber... Goal? Komm schon, Rufus. Bist du sauer? Dreckig, zerschunden, gedemütigt. Das ja. Aber sauer? Nein. Es war schon irgendwie lässig. Rufus ist einfach ein Teufelskerl, will man sagen. So, wir skippen das gerade mal. Können wir skippen? Aha. Ja. Eine Treppe. Ganz schön dunkel. Und steil. Und rutschig. Am besten, ich nehme 3 Stufen auf einmal. Nicht, dass ich noch... Alles klar. Auf den Arsch falle. Das wäre ja zu peinlich. Hat niemand gesehen. Hat niemand gesehen. Was ist das hier? Was ist das hier? Wo geht's denn hier überall hin? Wir gehen mal hier rein. Einfach mal so systematisch von oben nach unten. Hm. Okay. Eine überdimensionierte Klinge. Warte mal, wo geht's denn hier hin? Hier geht's auch noch rum. Wie drücken wir mal auf die Klinge oder? Ja. Ah, upsi. Okay. Mein Kreislauf klötert. Ich sollte nicht so schnell hochkommen. Oder mal ein bisschen Sport treiben. Schleichen Sie sich doch nicht so an. Schleichen? Ich hab doch geklingelt. Ich dachte schon, das sei mein Tinnitus. Wäre kein Wunder bei dem ständigen Lärm der Kreuzertrasse, von der kalten Zugluft mal abgesehen. Oder den Schimmelpilzen. Aber ich schweife ab. Willkommen im Hotel Minnetekel. Wollen Sie ein Zimmer mieten? Ich suche eigentlich noch meine Freunde. Minnetekel, seltsamer Name für ein Hotel. Seltsamer Ort für ein Hotel. Kennst du Gerüchte, dass Deponia gesprengt werden soll? Minnetekel? Minnetekel?
seltsamer Name für ein Hotel. Finden Sie? Ich fand den Namen immer ganz putzig. Er bedeutet so viel wie drohendes Unheil. Das meine ich ja. Wer will denn in einem drohenden Unheil wohnen? Tun wir das nicht alle? Tja, aber wenn man die Wahl hat? Haben Sie aber nicht. Oder haben Sie in der Gegend ein anderes Hotel gesehen? Das sind überzeugende Argumente, mein Freund. Ich suche eigentlich nur meine Freunde. Ein seniler Gartenzwerg, eine Bordsteingiraffe und ein Zirkusbär mit Hut? Das sind sie. Ja, die haben ja vorhin eingecheckt. Sie sahen nicht so aus, als könnten sie sich einen Anwalt leisten. Darum habe ich ihnen Zimmer 5 gegeben. Aber keine Sorge. Solange sie keine Lichtschalter, Steckdosen oder tragende Bauelemente anfassen, dürften sie die Nacht überstehen. Vorausgesetzt natürlich, sie bleiben nach Mitternacht auf ihrem Zimmer. Dabei fällt mir ein, haben sie zufällig eine offene Rechnung mit Dämonen, finsteren Gottheiten und kürzlich Verstorbenen? Nicht, dass ich wüsste. Super, dann wäre ja alles geklärt. Sie ahnen ja nicht, wie zimperlich sich manche Versicherungen anstellen, wenn es um übernatürliche Todesursachen geht. Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt im Hotel Menetekel. Danke, mein Bester. Dankeschön. Willst du andeuten, dass es hier spukt? Wie finde ich denn das Zimmer? Seltsamer Ort für ein Hotel. Seltsamer Ort. Seltsamer Ort für ein Hotel? Direkt unter der Organon-Kreuzertrasse. Finden Sie? Unsere Umfragen haben ergeben, dass dies die ideale Lage für Kundschaft aus unserer Zielgruppe ist. Menschen ohne Geruchssinn? Leute, die so verzweifelt sind, dass sie sich alles gefallen lassen. Ah, die. Ja, genau. Ein-Stern-Hotel und so. Willst du andeuten, dass es hier spukt? Aber nicht doch. Hier an der Rezeption sind wir sicher. Es sind die Zimmer, über die ich mir Sorgen machen würde. Insbesondere Zimmer 13. Wieso? Was ist denn mit Zimmer 13? Sagen wir einfach, es war ein Fehler, die Indianer dort zu beerdigen. Ach ja, außerdem hat sich eine Weltuntergangssekte in der Wäscherei eingenistet. Wenn Sie also saubere Bettwäsche brauchen, sollten Sie darauf achten, keine religiösen Insignien oder Jungfrauen bei sich zu tragen. Danke für den Tipp, das, also, na, und wie finde ich denn das Zimmer hier? Wie finde ich denn das Zimmer? Oh, wahrscheinlich furchtbar. Ich würde darin nicht übernachten wollen. Warum frage ich überhaupt? Das, der Typ ist mir total sympathisch. Kennst du die Gerüchte, dass Deponia gesprengt werden soll? Na klar. Im Umkreis von mehreren Meilen ist deswegen das Popcorn ausverkauft. Nun, es ist alles wahr. Und ich bin derjenige, der es verhindern wird. Oh, prima. Ich dachte schon, das bleibt wieder an mir hängen. Was? Immerhin musste ich diese Woche schon die Hoteltoilette sauber machen. Soll das ein Witz sein? Erzappt. Natürlich habe ich die Toilette nicht sauber gemacht. So weit kommt's noch. Hallo, ich rede hier von der größten Katastrophe aller Zeiten. Ah, Sie kennen unsere Toilette also bereits. Ich gehe dann mal. Ich gehe dann mal auf mein Zimmer. Tun Sie das. Ich werde Sie nicht aufhalten. Und bevor Sie fragen, das erfüllt nicht den Tatbestand einer fahrlässigen Körperverletzung. Wir haben das prüfen lassen. Ja. Ich, oh, ich bin gerade aus dem Game rausgeskippt. Sorry, da war gerade ein Blackscreen da, glaube ich. Haben wir hier noch irgendwas, was mir... Mit dem Typen will ich gar nicht mehr reden. Wir gehen einfach mal weiter. So, was haben wir denn hier alles? Korkenzieher? Pfefferstreuer? Und Salzstreuer. Okay. Gucken wir uns das Ganze doch mal an. Ich bewundere seine Taktik. Auf Umwegen zum Kern des Problems vordringen... Und dann, Problem gelöst. Ich hätte jetzt gerade das Geräusch nachmachen wollen, aber ich kann das irgendwie nicht. Zimmer Nummer 5. Rattennest. Drollig. Die geben den Zimmern hier Namen. Wie schön. Dr. Übel Pfeffsnack enthält mindestens 20% Pfeffer. Probieren Sie auch Dr. Übel Reptilienfutter, Dr. Übel Köderinsekten und Dr. Übel Allzweckschaben. Alles aus einer Firma. Den Sitz... Sehr beeindruckend. Oh. Wusstet ihr, dass Salz Schimmel ansetzen kann? Vielleicht hat auch der Schimmel Salz angesetzt. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Kaffeemaschine. Ich trinke meinen Kaffee normalerweise schwarz. Aber hier scheint es ihn nur in grau-grün zu geben. Ist mal was Neues. Mal gucken, ob da noch was drin ist.
Oh Gott. Da war ja tatsächlich noch was drin. Staub. Alter, wie hustet er denn? Wie so ein, keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt sind wir hier einmal rumgelaufen. Hier gibt's also nichts mehr, was wir machen können. Oder doch, warte mal, ich habe ja ein kleines Teil eines Let's Plays schon mal gesehen, aber ansonsten spiele ich eigentlich blind. Kann ja nicht viel mit moderner Kunst anfangen, aber das finde ich gut. Es ist aus der Perspektive eines Menschen gezeichnet, der arglos die Urne seiner verstorbenen Mutter öffnet und dann an einem Herzinfarkt stirbt, weil ihm plötzlich Juxblumen daraus entgegenspringen. Schade nur, dass es so schief hängt. Da kann man nichts machen. Aha, da haben wir ja den Übeltäter. Eine Mutter. Eine Mutter. Die hält wohl das Schlüsselbrett vorne an der Rezeption. Oder die Uhr. Oder beides. Das kann man ja nie wissen. Können wir die irgendwie aufmachen? Wir probieren einfach mal. Was hat einen Bart und öffnet jedem die Tür? Deine Mutter. Was findet man häufig am oberen Ende einer Weinflasche? Deine Mutter. Was steht in der Küche und ist nur in kleinen Dosen genießbar? Deine Mutter. Was steht in der Küche und ist nur in kleinen... Deine Mutter. Okay. Was liegt sofort wieder auf der Couch, kaum dass deine Mutter zu putzen aufgehört hat? Deine Mutter. Diese Schmerzen. Diese. Okay. Das Spiel, ne? Das Spiel. Ne? Verstehst du? Wo geht's denn hier hin? Manchmal weiß ich nicht, was ich sagen soll. Wo geht's denn hier hin? Zimmertür. Warte mal. Gehen wir noch nicht zu den Zimmern. Gucken wir uns noch die anderen Räume an. Gehen wir mal hierher. Oh. Was geht denn hier ab? Hum, hum, kumbaya. Okay. Hallo, ihr freundlichen Kapuzenmänner, die einer sicherlich völlig gewaltfreien Organisation angehören. Steht ihr hier für die Waschmaschine an? Hum, hum, kumbaya. Psst. Ihr könnt mich doch sicher vorlassen, oder? Benehmt euch einmal unheimlich für... Klar, kein Problem, Kumpel. Hum, hum, kumbaya. Cool, dann kann ich ja sicherlich kurz mal eben... Hum, hum, kumbanein. Verdammt. Auf jeden Fall freundliche Zeitgenossen. Bosos Anzug. Wow, frisch gewaschen. Ich sehe keinen Unterschied. Ja, das... Da du dein Suit, sage ich jetzt einfach mal, schon seit 3 Spielen anhast, damit seit 2 Jahren ungefähr, würde ich jetzt mal nicht über die Sauberkeit anderer Wäsche urteilen, Rufus. Okay? Nimm einfach deinen Wäschesack und guck dir die Waschmaschine an. Ganz schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. Sieht auch so ein bisschen radioaktiv aus, die Waschmaschine. Also ist bestimmt atombetrieben. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Schön groß dafür. Okay, das ist einfach alles dieselbe Maschine. Da wird es später, glaube ich, noch irgendwie ein Rätsel geben oder so. Der liegt, ne? Und so weiter. So, gucken wir mal die... Ich habe schon schlimmere Scheißhäuser gesehen. Du warst doch noch gar nicht drin. Mensch. Hier oben hängt übrigens eine Klorolle. Besetzt. Hört denn die Kackerei bald auf? Hetz mich nicht. Ich leide an einer schweren Temporaldiarrhoe. Temporaldiarrhoe? Ja, ich bin ein Zeitreisender. Du meinst, du kommst aus der Zukunft? Quatsch.
Es gibt keine Zukunft. Ich komme aus der Vergangenheit, um mir den Weltuntergang anzuschauen. Geht das schon wieder los? Dann bist du hier falsch. Ich bin der, der diesen Weltuntergang nämlich verhindern wird. Oh, das wäre zu freundlich. Ich stecke hier nämlich fest. Wieso? Ist deine Zeitmaschine verstopft? Nicht ganz. Das Klopapier ist alle. Das war ironisch. Ich glaube dir natürlich kein Wort. Naja, es war auch nicht die komplette Wahrheit. Wusste ich's doch. Eine Rolle Klopapier ist hier noch, aber sie ist rau wie Sandpapier. Und ich habe während des drexikanischen Bürgerkriegs Chili gegessen. Also, First World Problems, ne? Sag ich mal so. Haben wir denn alles ausgeschafft? Ja, haben wir. Gehen wir mal zu den Zimmern. Was haben wir denn hier alles? Okay. Hier geht's jetzt auch noch weiter. Okay. Und hier geht's wieder hoch, denke ich. Ja. Die roten Module stehen auf Heizen. Das ist aber auch so eine Energieverschwendung. Mal gucken, ob ich die abstellen kann. Rätsel. Pastetenautomat. Mit einem lustigen Schleimtroll in jeder fünften Pastete. Geil! Und ich dachte all die Jahre lang, dass die gar nicht mehr hergestellt werden dürfen.